So, und damit willkommen zurück bei UnEpic. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir hier rausgehen. Wir versuchen es einfach mal hier. Wir befinden uns momentan in der Mine oder auf dem Weg dahin. Nein, wir sind längst in der Mine, daher die minöse Musik im Hintergrund. Alles klar. Halt! Okay, wir können so Laternen jetzt anzünden. Da hinten könnten wir nach rechts, nach unten. Da ist Feind. Das ist nicht gut. Frage ist. Oh. Okay, die hauen rein. Da gehen wir nicht hin. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich, ne? Wir hoffen einfach mal, dass wir wieder nach links gehen. Dann wird's hacken sie von hinten. Oh, sehr gut. Es kommt nur einer. Und einen packen wir locker. Nur drei, das war schwer. Der wäre zerhackt. Jetzt fällt er runter und kriegt direkt die grobe Keule. Einer schläft. Oh. Okay, der hat uns gesehen. Mit dem verfahren wir genauso. Er fällt runter, fällt direkt in unsere Axt. Ich würde aber ganz ehrlich ein bisschen lieber Zauberer spielen, aber das ist ja meistens so in diesen Spielchen Aufgabe. Achso. Genau, wir müssen rechts unten sieht man es, die Feuerschmiede-Aufgabe absolvieren. Das bedeutet, wir müssen eine Fetch-Quest erledigen. Das heißt, wir müssen alles, was dort steht, einsacken. Der Schlafende wird ebenfalls bearbeitet. Das bringt... Hier oben haben wir noch eine Kiste. Ich sehe es ganz genau. Aber es ist wohl so gedacht, dass wir hier die Teile finden. Oh, in grün erleichtert euch. Leichter Leucht des Schwarzmagiers. Lass mich raten, das saugt Lebensenergie ab. Chance auf kritische Treffer mit Arcanum plus 3. Aha. Was? Gut, wir probieren das mal. Wir haben jetzt also einen Zeh, genau. Wenn wir den ausgerüstet haben. Haben wir ihn ausgerüstet? Verdammt, ich habe nicht geguckt. Sieht man die aktuellen Angriffswerte? Ah ja, genau, hier. Wenn ich jetzt wieder auf 1 wechsle. Ja, ja, ja. Kritisch 11, Schaden 33. Schaden 46, kritisch 5. Okay, okay. Und wie war das mit... Haben wir die doppelte kritische Trefferchance auf dem... Wenn wir von hinten angreifen? Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall ist es aber eine klasse... Ja, Dolch, Schwarzmagier ist. Wir versuchen es einfach mal. Wo wir damit wahrscheinlich... schnell zustechen. Richtig. Das bringt natürlich nichts. Da brauchen wir wieder Kumpel-Axt. Axt wird's, ne? Und so. Münze 13. Wir haben, was? 17 Holz. Wir haben 3 rote Essenzen. Die müssen wir oben irgendwo erfarmen. Das hat hier wahrscheinlich gar keinen Sinn. Der Aufzug fährt gerade runter. Nicht gut. Obwohl, ah, man kann sogar... Ah, Momentum. Und damit hätten wir alle, oder? Schön. Zack. Kriegt direkt wieder ein paar ab. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen intelligenter angehen. Genau, jetzt kommt wieder... Jetzt kommt nämlich nur einer. Der andere legt sich wieder schlafen. Deren Pech, denn die Axt ist immer noch scharf. Verdammt! Bis zum nächsten Level ist es noch weit. Warten, bis der nach rechts guckt. Dann stechen wir dem hier in den Rücken. Etwa so. Verdammt. Oder auch nicht. Moment. F6 war die Taste. Genau. Versuchen wir das einfach mal so.
So, der kann sich gar nicht wehren, das finde ich toll. Also eigentlich nicht, aber ist ja nur ein Spiel. Ja, wir sehen schon, der Schaden ist massiv, wenn die Kerle das nicht mitbekommen. Au, shit. Und natürlich die kritische Trefferchance erhöht mit dem Dolch, aber Trank der Regeneration, ist das ein großer? Oder, ne, jetzt haben wir zwei da unten, genau. Und wieder den Rücken, dann macht es immer 50 Schaden. Oh, bis 91, wenn es kritisch im Rücken trifft. Das ist angenehm. Das Drücken von F3 erlaubt dir, alle deine Tränke anzuzeigen. Drücke F1, um zum Schnelltastenpanel zurückzukehren. Das ist korrekt. Oh, wir haben sogar einen großen Regenerationstrank, da sieht man es. Ah, hier. Eine bauchige Flasche. Hm. Zwölf Münzchen, ja. Okay, wir haben den Hammer des Schmiedes. Hm. Jetzt haben wir Holzhammer. Wir brauchen noch den Blasebalg. Ich hoffe mal, dass ich den nicht vergessen habe oder so. Okay, die. Da könnte man runterrutschen. Ich frage mich nur, ob das eine gute Idee ist. Wir warten auf den Aufzug. Reicht es oder brauchen wir den Speer hierfür? Ah, gute Frage. Frage beantwortet. Reichweite ist gut. Zug einer Schlange, hoffentlich, dass das gibt auch immer nach. Ja, es piept. Lässt das nach? Wir nehmen einen Heiltrank. Wir nehmen einen richtigen Heiltrank. Noch zusätzlich. Zack. Okay, wir heilen gegen. Ich schätze mal, dass es Rüstungen gibt, die das Ganze dann runterdrückt. Oh, das ist aber übel. Wir sind immer noch vergiftet. Ach, da oben sehen wir es. Das hält eine ganze Weile an. Aber eine ganze Weile. Also hier müssen wir wirklich aufpassen. Und die Viecher, diese Mistviecher. Ja, das ist langsame Gift. Na, jetzt wirkt es nur noch in einzelnen Schritten, aber trotzdem. Vorsicht ist weiterhin geboten. Moment. Oh oh. Okay. Wir warten einfach ab und greifen von hinten an. Ah, schön, die lassen. Hoffentlich kommt jetzt kein Mistfinger und klaut uns das Herz da hinten. Haben wir jetzt ein Problem? Oh oh. Ja, wir sind offensichtlich tot. Oh oh. Was haben wir verloren? Hm. Also die haben wir so leicht unterschätzt, das sollten wir also nicht mehr tun. Wir spielen jetzt hier auf sehr schwierig. Das ist also eine ziemlich. Auf sehr schwer, das ist eine dumme Idee. Oh, da rechts. Das sieht interessant aus, da oben. Was ist das? Ring des Schützen. Ja, das ist wahrscheinlich für eine Nahkampfmeisterschaft. Selbe, was wir für den Krieger haben. Als ein Mönch einen Pfeil mit der bloßen Hand fing, sprach
Zularius der Große. Geist und Körper in Einklang. Dies zusammen ist der Schlüssel zur Überlegenheit. Du hast die Herausforderung, der König des Ausweichens entdeckt. Die Herausforderung ist, weiche allen fallenden Steinen zwischen den Säulen im Korridor zur Mine aus. Du kannst 8 Ringe gleichzeitig tragen. Ja, danke. Wo war das? 5? Genau. Wir warten, bis der Aufzug kommt. Wir passen hier noch ein paar. Das war nicht gut. Macht aber nichts. Wir springen nach links, sobald das Ding kommt. Und direkt weiter. Halt, der hat nichts fallen lassen, dann können wir es uns ja schenken. Da kommen wir nur. So, weil halt. Springen, Angriff, springen. Springenangriff. Springenangriff. Super. Oh, da geht's noch weiter nach oben. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas haben fallen lassen. Oh Gott, wir haben die. Wir haben das ganze Holz fallen lassen. Liegt das jetzt bei uns rum? Oder bei unserer Leiche? Oder wie ist das hier geregelt? Ganz schön übel. Okay, das sieht nach. Ah, da oben ist wahrscheinlich der Amboss. Da oben wird dann der. Ah, oder nicht? Oder doch? Ah, vielleicht doch. Wir brauchen hier den Amboss. Genau, das wird der da oben sein. Interessant. Nicht immer auf der Grund springen, Gefahr des Abstürzens. Ja. Oh, verdammt nochmal. Wir haben keinen. Wir wurden tatsächlich zurückgesetzt. Es ist ein standardmäßiges Krepieren, nehme ich an. Kann man hier runterfallen? Ja. Ah, verdammt, wo? Das ist jetzt natürlich äußerst ärgerlich. Oh Mann. Verdammt. Okay. Das ist wohl dieses, du bist nicht unbesiegbar. Oh Mann, 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 Mann. Ja. Jetzt müssen wir also noch vorsichtiger sein. Ach du Scheiße. Das wird ja lustig werden. Wenn wir das jetzt jedes Mal machen dürfen. Moment. Wir waren aber schon oben, oder? Ich hoffe. Naja, so einzelne. Oh Mann. Das ist allerdings hart. Das heißt, oft abspeichern ist jetzt tatsächlich angesagt und sehr vorsichtig spielen. Also nicht wie ein Idiot reinrennen. Auge einer Schlange. Wahrscheinlich wieder eine Zutat. Ich bin mal gespannt, was ich mir hier wieder ausgedacht habe. Das eine clevere Idee war. Ich weiß es nicht. Der wird auf jeden Fall abgeknallt, artgerecht. So. Wenn ich nur wüsste, wo wir den Dolch bekommen haben. Das war, glaube ich, hinter den ganzen Goblins, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich bin nicht sicher. Und wir sollten vielleicht eine Waffe nehmen, die ein bisschen. So ein bisschen schneller ist. Ring der Präzision des Schützen. Okay. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir hier haben. Tolles. Kleine Axt. Chance auf kritischen Treffer mit Bögen. Ja, wo sieht man denn, welche Ringe man ausgerüstet hat? Ach, ist das F6 oder wie? Kritischer Treffer mit Bögen um 40%. Drückt man F6. Ah, ja. Okay, haben wir die alle an? Nö.
Aber die Ringe können wir Spaß aber hier runterpacken, dass wir wissen, was wir. Ja, die Ausrüstung da drüber, das wird so, ja, hier oben gebunkert. So, das haben wir, haben wir, haben wir. Was ist das? Achso. Heiligenschein wollen wir nicht benutzen. Nein, auch das wollen wir nicht benutzen. Aber wir können das mal. Was ist das? Blauer Schleim, gut gekaut. Also was für hier unten. Auge einer Schlange ebenfalls. Das können wir verticken. Hm. Schlüssel der Mine, genau. Ja. Halt, wir haben das schon auf F, nee, auf 9 haben wir das, genau. Wir brauchen das also jetzt nicht. Aber ich probiere das trotzdem einfach mal so. Zack. Ich setze es ein. Hm. Sehr eigenartig. Müssen wir die so bekämpfen? Ja. Oh, 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 oh. Das erscheint mir merkwürdig, aber okay. Das war natürlich zum Zuschauen wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt besonders angenehm, aber... Oh oh. Wieso ist der jetzt wach geworden? Durch unser Geräusch oder wie oder was? So, kommst du ran? Wieso konnte er uns jetzt treffen? Wenn im Zweifel Heiltrank oder wie? Kommt euch um. Ja. So. Ist natürlich ein bisschen dumm, dass man das immer wieder. Na gut, aber. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen verwöhnt, mehr oder weniger von dem ach so schweren. Ja gut, was halt auch so schwer ist. Vom, von Dark Souls, vielleicht ist das der Grund, dass man dieses Zurücksetzen gar nicht mehr so gewohnt ist. Und man kann es ja nicht speichern, man hat ja nur diesen Kristall oder diesen Geist, diesen freien Geist, der einem das ermöglicht. Anders hat man ja gar nicht mehr die Möglichkeit, hier zu sichern. Zack. Hm. Da kann es halt mal ruckzuck vorbei sein. Wir nehmen einfach mal einen Heiltrank, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, und wechseln wir zu dem schnellen Dolch. Ja, das ist schon eher was. Vielleicht ist das wirklich das Rätsels Lösung, dass wir uns auf was Schnelleres konzentrieren müssen. Es kommt nur der hintere. Ja, dass wir eben nicht von sowas hier selber getroffen werden können, weil wir eigentlich am Drücker sind. Ja, und einfach ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen feige spielen, aber... Da guckt er dumm. Und der guckt nicht mehr. Was war da oben? Ne, der Hammer war unten, glaube ich. Der Schmiedehammer. Naja, da hat man das jetzt eben zweimal gesehen. Ist aber auch eine wunderschöne Landschaft. Er dreht sich um und der dreht sich nie wieder um.
Ja, ich muss zugeben, das mit den kritischen Treffern ist ziemlich angenehm. Stimmt, da waren nur die zwei Truhen. Bin ich fast geneigt zu sagen, wir laufen nicht zurück, sondern wir benutzen einfach mal den hier. Richtig. Ah. Gut, gespeichert ist es. Wir... Ja, ja. F3 und Tränke ist mir klar. Das sind vielleicht die... die Tipps, die man ausstellen konnte. Ich meine... Ja. So, da drüben waren wir. Ging es da oben weiter oder war das der Raum mit den... mit den vielen üblen Gesellen? Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt mal auf jeden Fall nochmal sicher. Also haben wir schon mal unseren ersten Tod erlebt. Das ist doch auch schon mal was. Ich würde ganz gern nur einen von den beiden... ah genau, wenn der Dicke wieder zurückgeht, dann springen wir rechts in den Gang, während der andere nicht guckt. Oh oh. Ja, das ist natürlich nicht so gut. So, der rennt jetzt einfach mal. Der rennt nirgends hin. Verdammt. Ah. Trick 17. Oh, oh. Geht natürlich nicht. Doch, geht. Da, guck da dumm. Wenn der jetzt rechts zuschlägt, haben wir ein Problem. Oder auch nicht. Oh, sehr gut. Blasebalg. Das war gefährlich, sage ich mal. Verdammt. Ich dachte, wir hätten den ausgerüstet. Ja, das ist halt alles sehr, sehr, sehr klein. Man kennt es leider oftmals nicht gut. Aber die müssen wir auf jeden Fall von hinten angehen, sonst haben wir, glaube ich, ein kleines Problemchen. Aber wie gesagt, wie so oft, ich wünschte, wir wären tatsächlich so eine Art ja, Magier und nicht... das ist ja oft das Problem, dass man sich durch die so ein bisschen durchkämpfen muss, durch die Anfangsgeschichte. Schuss gegen Arcanus, Schaden 31. Kann man da direkt 1 drücken? Ja, kann man. Schön. Jetzt haben wir einen stärkeren Dolch, hier ist der Amboss. Den steckt er sich einfach mal so in die Hosentasche. Warum auch nicht? Aber das ist gut, dass der da links schläft. Jetzt hätte man es machen können, aber ja, die Furcht. Okay, der schläft nicht besonders lang. Nicht gut. Verdammt. Der hat leider keinen besonders ruhigen Schlaf. Ne, wir müssen es andersrum machen. Wir müssen auf den linken warten. Wobei, jetzt hätten wir vielleicht sogar die Reichweite, aber ich bin da vorsichtig. Lieber warte ich ein Minütchen, als dass ich ein bisschen länger warte. Kommt doch nicht um, Junge. Zack, 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 zack. Oh, der hält echt was aus. Da muss man ja fast schon mit kritischen Treffern arbeiten. Ach, sehr schön. Wir haben... Eins fehlt noch. Ein rotes magisches Essenzchen. Ich weiß nicht, was hier unten ist. Will ich das rausfinden? Ja, offensichtlich geht's hier weiter. Oh oh. Ich gehe mal notfalls auf... den Heiligenschein. Ah, hier sind wir. Alles Klärchen. Also haben wir die... Aber kann man sowieso mal machen, oder? Ist vielleicht ein bisschen viel gespeichert, aber wir haben gesehen, was passieren kann. So, dann versuchen wir es nochmal eine Ebene tiefer. Und dann... Oder links hatten wir alles. Wo fehlt denn noch was? Oben hatten wir auf jeden Fall alles gemacht. Da drüben waren wir. Ja, jetzt können wir uns auf die
Auf links unten. Aber wir können auch mal ganz runter, genau. Konzentrieren. Was war da rechts? Ach, Karte. No. Ne, hier war das mit dem Dolch, richtig? Oh, oh. Wie bitte, was? Ach, die sind wieder da. Ja, klar. Ich nehme mal an, dass man hier runter kann. Ja. Bald mal wieder einen neuen Level. Einen Level ab. Ach ja, hier waren wir auch schon mal. Oh ja, jetzt kommt die. Kommt der Shit mit den Ameischen. Aber gut, wir haben es gerade eben gespeichert. Wie machen wir das am sinnlosesten? Jetzt irgendein Flächenzauber vielleicht? Ich wage es zu bezweifeln. Wir haben auch gesehen, da ist so eine Art Spawner rechts und da links wahrscheinlich auch. So, die Aufgabe hätten wir. Die Frage ist, kommen die endlos aus den Dingern raus? Oder nicht? Wenn ja, haben wir da keine Chance. Ach, da kommt schon wieder dieses Mistvieh. Ach, die drehen nochmal auf dem Absatz rum. Das ist natürlich nicht so gut. Oh oh. Vielleicht müssen wir von unten irgendwie an die rankommen, weil so haben wir ja keine Chance. Wir machen mit dem Dolch, mit dem Schnellen, machen wir einfach, glaube ich, nicht genug Schaden. Wir nutzen erstmal die Reichweite und gucken, wo wir sonst noch hinkommen. Das wird dann vielleicht was fürs nächste Mal. Aber hier ist jemand. Ab zuerst. Dank der geringen Heilung. Wird genommen. Hey, was für ein hübsches kleines Mädchen. Warum weinst du? Oh Gott, die ist aber hübsch. Ein böser Hund hat mir die Puppe entrissen. Ein böser Hund? Ist er sehr groß? Du weißt schon, 3 Meter hoch und 3 Köpfe wie in Harry Potter? Es ist ein kleiner Hund, der floh durch diese Tür. Sein Zuhause ist dunkel und ich habe Angst davor, hineinzugehen. Ein kleiner Wadenbeißer. Weißt du, ich mag Köter nicht. Aber diesmal ist keiner da, dem er vielleicht fehlen würde. Ich werde das genießen. Keine Sorge, kleines Mädchen, ich bringe dir deine Puppe gleich zurück. Eine Puppe wieder beschaffen? Was denkst du dir? Siehst du nicht, dass das Mädchen völlig schutzlos ist? Töte sie! Wirklich, Zera. Sei nicht so ein Arschloch. Also bitte. Der steht direkt an der Tür und beißt uns. Ist das nicht ein bisschen gemein? Wir nehmen permanent Schaden und müssen mit Regeneration arbeiten, oder wie darf ich mir das vorstellen? Das ist aber schon gemein, oder? Das war der unterste Level, wenn wir runterfallen. Ich weiß nicht, ob wir dann drauf gehen. Sollen wir das mal probieren oder nicht? Was haben wir denn bisher gemacht? Wir haben eine Schlange gekillt. Wir versuchen es. Oh. Ein Glück sind wir nicht auf dem scheiß Vieh gelandet. Oder noch einen Meter weiter vorne. Dann wären wir nämlich jetzt weg vom Fenster. Also ich sehe schon, man muss das hier Stück für Stück angehen. Denn der Tod lauert hinter jeder Ecke. Wie zum Beispiel das da. Oh, verdammt, hier haben wir Heil dran genommen. Ja, auf was schieße ich da gerade? Das könnte. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade schieße. Aber offensichtlich, wenn sie viel Schaden nehmen, sind es wahrscheinlich die. Ah, diese Ameisen, genau. Und so treffe ich die anderen.
Habe ich sie jetzt vernichtet, die... Wir sind nämlich manchmal so... Oder mache ich so viel Schaden, manchmal kein bisschen. Ah, jetzt, genau. Gut, das, was viel Schaden nimmt, ist also korrekt. Ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Ach, clever. Ja, muss ich das dann trotzdem machen, oder? Ich wage zu bezweifeln, dass das gut ist, was ich hier tue. Viel Schaden mache ich offenbar nicht. Aber wenn ich da runtergehe, bin ich wahrscheinlich dran. Oh, sehr gut. Die haben auf jeden Fall schon mal eliminiert. War nicht die intelligenteste Variante, aber wenn es funktioniert... Verdammt, das Ding ist auch nicht kaputt. Ja, Jetzt haben wir Pfeilchen verschossen und nichts gewonnen. Oh. Ne, der verliert uns nicht aus den Augen. Vielleicht, wenn er sich wegbewegt, dann können wir zurück. Die meine mitgeben. Genau so. Oh. Ich hoffe mal, dass er nicht... Oh, der ist clever. Aber ist er clever genug? Kommt er hier hoch? Jo. Ja. Ich glaube fast... Kommen die alle hier hoch, oder? Ja, natürlich. Wir gehen erstmal oben lang. Entzünden ein paar der Lämpchen. Wir lassen ihn einfach uns auf ein Messer springen. Hier sind wir ganz unten. Okay. Sofern hier keine Ameisen lauern, die endlos aus ihrem Bau kriechen, ist es eigentlich ganz angenehm. Denn die anderen Figuren kann man, finde ich, recht gut oder relativ gut einschätzen. Moment, kann man die... Wie kann man das hier ändern? Was ist das hier? S? Ah ja, genau. S ist dann die... Da kann ich die Quests durchwechseln. Sozusagen da hinten würde ich aber noch ganz gerne. So, was will der? Ah, groß und stark. Du bist ein guter Kandidat. Kandidat wofür? Weibchen zu schwängern. Weibchen zu schwängern? What? Haha, er hat dich wohl mit einem Deckhengst verwechselt. Es ist die Paarungszeit dieser stumpfsinnigen Kreaturen. Die Weibchen sperren sich in ihren Schlafkammern ein, während die Männchen darum kämpfen, der Alpha-Mann zu werden. Welch ein Zufall, dass ein Champion darauf wartet, für die Ehre zu kämpfen, das Horgan zu tragen. Das Horgan? Das Horgan ist das heilige Tod in der Fruchtbarkeit dieser bedauernswerten Kreaturen. Es ist jämmerlich. Der Hengst zeigt es den brünstigen Weibchen und sie werden verrückt. Wie du dir denken kannst, eine lächerliche und erbärmliche Vorstellung. Ich verstehe. Und der Typ dachte, dass ich hier ganz rollig die Weibchen beglücke. Haha. Haha, wie töricht sie sind. Ja, haha, wie dämlich. Ich, ein Haufen Mädchennageln und auch noch kostenlos, wie verrückt. Wirklich sehr dumm. Haha. Du sollst auf die Enttäuschung in seinem Gesicht achten, wenn du die Einladung ablehnst. Fremde, akzeptierst du die Herausforderung? Natürlich. Wo sind die Weibchen? Geh durch die Tür und hinunter. Aber was? Warum diese Lügen? Es ist keine Lüge, Alter. Ich hol mir das Totem und werde etwas Spaß haben.
Was? Wieso? Das macht keinen Sinn. Warum tust du das? Weil ich geil bin, okay? Ich bin heißer als ein Toaster. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt Sex hatte. Außerdem, das ist eine Chance auf Sex, kostenlos und mit mehreren Mädels. Aber sie gehören doch nicht deiner Rasse an. Sie sind Monster, Ausgeburten der Nacht. Was für ein verkommenes Geschöpf bist du eigentlich? Ich sehe, du hast noch nie den Spruch, ein Loch ist ein Loch gehört. Oder Hauptsache zappelt und hat ein Loch im Pelz. Hehe, ich werde meinen Spaß haben. Zum Angriff. Ja. Erwachsener Humor, also auch hier mit von der Partie. Und weiter geht's. Oh, ich wollte sowieso Retour. Und mit diesem Gesundheit wiederhergestellt. Sehr schön. Spiel wurde gespeichert. Würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal unten in der Mine, denn es waren noch jede Menge Ameisen auf uns in ihrem Bau, die wir hoffentlich irgendwie plattgedroschen bekommen, denn sonst haben wir hier unten auf sehr schwierig ein kleines Problemchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.